Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Bus Simulator 16. Das muss ich gleich überlegen. Und zwar bei Strömling. Und heute mit der Strecke Schillerstraße Fernsehturm. Das heißt, wir gehen einmal querfeldein von hinten einmal dorthin. Das ist eine Menge schöne gerade Strecke. Hier gerade dieser Bereich. Hier ist ein bisschen, naja. Und hier ist auch wieder ein bisschen, naja. Und diese eklige Kurve hier. Aber es soll uns nicht stören. Wir nehmen Strömling 4. Wir bleiben bei Strömling 4. Strömling 4 ist ein schöner Bus. Und den fahren wir aber nicht umgekehrt. Wir fahren den auf normal. Drücken wir den mal einen rein. Und da haben wir es auch schon. Hallöchen, Herr Busfahrer. Gut. Bisschen Musik. Muss ich mal gucken. Meine Optik hier wieder einstellen. Den Tempomat wieder einstellen. Die Haltestellenautomatik ausschalten. Und schon sind wir on Strecke. Da kommt der Bolense. Nee, keine Bolense. Das ist der Rettungsdienst. Der Rettungsdienst. So, rot haben wir. Das heißt, wir müssen ein bisschen Geduld haben. Vor allen Dingen müssen wir deshalb ein bisschen Geduld haben. Da vorne haben wir einmal einen Fußgänger. Und dann noch entgegenkommenden Verkehr. Das wird auch nochmal ein bisschen lustig. Hoffe ich zumindest, dass es nicht allzu lustig wird. Gut, wir schleichen uns nach vorne. Ja, ja. Achso, du wartest auf mich. Das ist nett. Das ist sogar mal sehr nett. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ein netter Bus. Das ist ein netter Autofahrer gewesen. Sehr netter. Hat man ja nicht allzu oft sowas. Das muss man ja mal so sehen. Nettigkeit ist nicht immer unbedingt ja, das, was die Leute immer praktizieren. Okay, da haben wir die erste Bushaltestelle. Ich denke mal, die erste Station werden wir auch ein bisschen spät bekommen. Wollen wir mal gucken, weil wir hier direkt in der verkehrsberuhigten Zone sind. Okay, perfektes Timing, Blinkerbonus. Aha, gutes Absenken, einmal normal, Einzelfahrt kriegst du. Ja, das übliche Wechselgeld kriegst du auch, danke sehr. Ja, langsam kriegt man das auch ein bisschen automatisiert. So, alle zu, wird hoch, das Ding aus, Blinker aus und weiter geht's. Sehr schön. Wir haben knapp eine Minute. Ah, das wird wieder sehr knapp hier. Nächster Halt, Südtiroler Straße. Ja, Südtiroler Straße. Aber irgendwo muss es hier bestimmt auch einen Blitzer geben. Da habe ich keinen Bock drauf. Lieber komme ich ein paar Sekunden zu spät, als hier unnötig geblitzt zu werden. Weil geblitzt werden ist nicht billig. Na komm. Fahr. Fahr doch. Ey, es kann nicht wahr sein. Also manche Leute, die haben einen Knall offen. Na komm. Wir haben nur noch 19 Sekunden. 16. Das wird ganz schön knapp hier. Absenken. So. Perfektes Timing, sowieso passt alles sehr schön. Ah ja, gut. Alle gehen raus, alle kommen rein und dreimal normal. Sind 6,60. 10er kriege ich 40 und dann kriegst du noch 3 Euro zurück. Danke sehr. Noch einer, so. Hallo. Einmal normal, ja. Kriegst du. Dann kriegst du deine üblichen 80. Gut, weiter. Wow. Danke, mein Lieber. Oh, mein Lieber. Wen die wohl meinte? Na, mich bestimmt nicht. So lieb bin ich nicht. Ich tu nur so. Schließlich mal YouTube. YouTuber sind ganz schlimme Leute. Besonders, wenn man sie so wie Ekel hier keine Werbung vorschalten. Nächster Halt.
Die machen das nämlich aus rein Vergnügen. Und wenn jemand bei was Vergnügen hat, das sind dann die schlimmsten Leute überhaupt. Ich weiß, ich sollte beim Kreisverkehr eigentlich immer auch mal rinschauen, war, ob da einer kommt. Da sollte ich aufpassen. Ja. So, Blinker ist gesetzt. Okay, schön die Kurve hier kriegen. Los? Ich gehe zum Spieleladen. Kannst du mir was empfehlen? Bus-Simulator 2016? Nein. Gut, ich probier's aus. Was, du willst den Bus-Simulator 2016 ausprobieren? Das ist aber sehr mutig. Da muss man Geduld haben für so ein Spiel. Die haben tatsächlich das Ding mit eingebaut. Ist ja krank, ey. Okay, soll mir nicht stören. Spieleladen. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Einmal nochmal. Ja, drucken. Danke. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Auch einmal normal. Okay, du hast das nicht passend. Schade. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, gut. Türen sind alle zu. Blinker ist hier gesetzt. Parkbremse ist raus. Und schon geht es weiter. Yeah. Nächster Halt. Neue Straße Ost. Neue Straße Ost. Ja, da kriegen wir auch hin. Neue Straße Ost. Jetzt haben wir eine schöne gerade Strecke. Jetzt können wir hier schön entspannt, geschillt herumdriven. Herumdriven. Ja. So, Polizei. Ah, das haben wir gerade geschafft. Ei. So viel dazu. Ja. Ich will mir meine Strecke ja nicht versauen lassen, nur wegen euch Schauspielern hier. So. So. Haben wir auch. Sieht schick aus. Hier machen wir ja ein bisschen Außenansicht. Cool. Hier mache ich Außenansicht. Durch den blöden Baum sieht man nicht so wirklich viel. Eine Fahrkarte. Einmal Fahrkarte. Senior. Sollst du kriegen. Dann kriegst du auf jeden Fall was mit 60. Ah, scheiße. So, weg mit dir. Danke, mein Lieber. Ja. Okay. Da bin ich auf dieses blöde 5-Cent-Stück gekommen. Naja. So, schön wieder geradeaus. Ja, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, wo man raufklickt. Hä? Dass man nicht zu viel rausgibt und dass man schnell passend rausgibt. Freiheitsstraße West. Freiheitsstraße. Na, das nennt man fließender Verkehr. Jetzt muss ich so ein bisschen an City Skyline denken, wo dann auch alles immer sich so aufstaut. Finde ich nett, dass die das hier auch so ein bisschen gemacht haben, auch wenn das ein bisschen nervig ist, muss man mal sagen. Gut, nächster Halt. Da haben wir es dann auch schon. Sehr schön. Ja. So langsam haben wir auch hier ein bisschen Fahrgefühl wirklich drin. Also das ist schon eine ganz schicke Geschichte. Oh, komm mal hier mal ran. Hallo, junge Dame. Lady in Red. Die Lady in Red. Da kommt's auch schon an. Hallo, Lady in Red. Nicht haben? Kommt da noch einer? Nö, der geht daran vorbei. So, next one, please. Jo, geh mal schön Yumi rauf. Da trollt sich einer über einen Zebrastreifen. Sehr schön. Nächster Halt. Kongress. Kongress. Ja. Tschubidu, wieder rote Ampel. Lässt sich nicht ändern. Und kompletter Stopp. Na komm. Komm, ist grün.
Du hast schon ein grünes Auto. Du darfst ein bisschen Gas geben da vorne. Kann ja nicht wahr sein hier. So, schön hier rum. Ja. Herrlich. Das Schärfste ist der Nebel da. Die Sichtreichweiten-Dingsbums. Wenn man so eine Stadt ist, fällt das nicht so brutal auf. Aber jetzt gerade so auf weiter Strecke ist das schon ein bisschen auffallen, ne? Ich muss mal gucken wegen der Performance, weil das Spiel ist teilweise sehr unperformante. Und weil das so unperformante ist, hoppala, will ich hier nicht allzu sehr mit dem Parameter übertreiben. Das wäre nämlich sehr ein bisschen schade. Boah, ich komme hier immer sehr weit nach außen. Das ist immer sehr blöd, die Kurve hier. Okay, so. Blinker. Ach, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. So, schön hier ran. Und gib ihn einen hier schön raus. Ja. Oh, da stehen wir sogar schon. Sehr nice. Jetzt stehen wir sogar sehr nice. Und das ist ein sehr schöner kurzer Bus, der festzeigt. Der fährt sich ich ganz angenehm. Also einmal normale einzeln. Sollst du kriegen. Was hast du denn hier? Das Geld hast du, dann kriegst du das Geld hier von mir. Danke. Das ist ganz schön Bauch. Der hat einen ganz schönen Bauch, ey, der Typ, ja. Jaja, der hat ganz schön angesetzt. Na? So, Blinker aus. Wieder der Ewigkeitsblinker. Manchmal ist das komisch mit dem Blinker. Ich weiß es auch nicht. Fernsehturm. Genau, der Fernsehturm. Der letzte Halt. Ja, ich weiß. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ja. So, bevor wir jetzt sozusagen bei der letzten Station ankommen, haben wir nochmal einen Kreischverkehr. Hoppala. Da vorne sehen wir den Turm. Da dieser Türmchen. Mir geht es nicht gut. Oh. Ich lieg im Bett. Was? Du liegst im Bett? Ich bin oft spät ins Bett und hab viel gearbeitet. Was los? Ach, die blinkern alle raus oder was? Immer auf den letzten in Drücker. Ordnung, wir unterhalten uns später. Okay. Kommen alle beim letzten Drücker immer raus. Mit dem Blinker. Da bin ich am irritiert. Da denke ich, ja, kommen die jetzt da lang oder kommen die da ran? Ja, also. Man merkt, die Leute lügen hier rum. Liegt ja sowas von dem Bett, der Typ, die Typin. Der Type, die Typin, die Frau. Mensch, die lügt rum. Ohne rot zu werden. Naja. So, 3 Minuten haben wir noch. Eigentlich ganz schick. Haben wir jetzt die Strecke ohne Unfall geschafft? Würde fast sagen, ja, wa? Genau, hinterlassen Sie bitte keinen Müll. So, Blinkerbonus ist wieder an. Machen wir hier schön genüsslich, wie bei KSP, schön andocken. Und runter damit. Perfektes Timing, perfekte Halteposition. Irgendwie hat der Blinkerbonus jetzt nicht gezündet, keine Ahnung warum. Ja, ist ja mein Ding. Ich will mal gucken, ob ich mir den Fernsehturm mal angucken kann. Ja, da ist der Fernsehturm. So viel Spaß muss sein, ne? So viel Spaß muss sein. Ja, mal hier ein bisschen sozusagen umschauen. Also wenn man mal so schaut, eigentlich nett. Ne? Guckt euch das mal so an hier so, ja. Kann ich hier solche Büsche laufen? Ja. So wie, kann ich hier ein paar hier Dings wie Stimberries holen oder sowas wie Ark Survival oder so. Geil, schöner Turm. Nette Architektur, typische moderne Architektur. Jede Menge Glas, ein bisschen Stahl. Ja. Das kennt man. Übliches. Hallo, junge Dame. Die Schuhe sehen hässlich aus. Freie Beine. Komm mal her. Eieiei, hast du einen engen Rock an? Komm mal. Ja, so ist das manchmal. Ist das geil. Wow, nett, nett, nett. Kann mich hier auch rüber. Lass mir mal durch, ich bin Arzt. Yeah, Mülleimer. Sehr schön.
Man kann hier einfach wirklich so rumlaufen. Ja, der Bus steht da rum. Die Leute stehen im Stau. Die freuen sich. Ja, hä? Schick, schick, schick. Was ist denn das Rote da vorne? Ach, das ist die Currywurstbude. Bei der sind wir ja schon mal vorbeigekommen. Da gibt's lecker Currywurst. Mm. Und wir Berliner, wir haben ja immer so ein... Oh, wir können sogar rennen. Wir können ja uns mal eine Currywurst holen. Ja, yeah, Currywurst. Die sozusagen eine Feierabend-Currywurst. Hm, lecker. Ja, steht nur keiner drin, ne? Aber nett, dass die sowas eingebaut haben. Ne? Das hat was. Gut, wollen wir mal beenden? Gucken wir mal, was wir hier bekommen. Ja, hier wieder Kohle, wieder 5 Sterne. Wieder mal 5 Sterne. Ja, wir sind sowas von 5 Sterne. Wir kriegen immer 5 Sterne hier. Wa? Wir haben auch nicht weniger gehabt. Auch trotzdem ein Unfall, wa? War irgendwie so gewesen. Ja, glaube schon. Gibt Einnahmen diese Woche. Einnahmen der Fahrt. Okay, hier sind wir auf Platz 467. Wir machen uns langsam. Der Wladimir ist immer noch ganz schön weit oben. Anthony auch. Ja, ja, das ist... Oh, 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 die folgenden Fahrer, Fahrerinnen haben eine neue Erfahrungsstufe erreicht und wurden befördert. Gut, schön für die. Gucken wir mal, ob wir auch was bekommen. Hier kommt die Kohle rein. Ja, so muss das sein mit der Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. 10.000 Flocken, Sterne sind da. Und auch ein neuer Level ist da. Ich schau mal nach, ob wir eine neue Werbung haben. Tatsächlich, wir haben eine neue Werbung. Da kümmern wir uns dann dran. Neuer Busaufkleber. Nochmal neuer Busaufkleber. Hier so mit Meteor. Ja. Weiß nicht. Fahrer, Fahrerin. Und dann nochmal das hier. Ich denke mal, wir sehen uns jedenfalls morgen wieder. Das haben wir hier geschafft. Das haben wir geschafft. Die schnelle Strecke, die sollten wir auf jeden Fall auch noch schaffen. Hoffe ich zumindestens. Und dann schauen wir mal, was wir gebacken gekriegen. In dem Sinne euch wieder alle einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao und bye, bye.